So. Weil so langsam kriege ich auch einen Echthunger. Ich bin schon wieder bei einer 3-Stunden-Aufnahme. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin wach. Die längsten Aufnahmen, die ich, also eine persönliche Sache. Ich habe keine langen Aufnahmen mehr hingekriegt, weil irgendwie war meine Nase dann zu. Die ist zwar zwischendurch jetzt immer noch zu, aber ich kriege es noch geschickt hin, die wieder freizukriegen. Ungefähr so, nein. Ich kriege jetzt wieder unglaublich lange Aufnahmesitzungen hin. Das ist unglaublich schön für mich. Auch weil das Spiel es ein bisschen bietet und ich nicht immer konzentriert sein muss. Aber ich... Boah, das ist unglaublich toll. Weil am Anfang, wo ich das mit dem Let's Play sozusagen begonnen hatte, da waren auch mal Sitzungen, da habe ich mal 8 Stunden gespielt. Aber das war auch zur Vorbereitung für 2 Monate. Weil ich da weg musste und ich so, komm, zieh das Ding durch, bereite mal ein bisschen was Längeres vor. Das war einfach so eine Challenge, die ich mir mal selbst geben musste. Die ich mir mal selbst erfüllen wollte und sagen, hier, so sieht's aus. So. Jetzt müssten wir nämlich theoretisch noch mehr brauchen als nur Holz. Wir brauchen auch noch Fiber. Ach, jetzt brauchen... Ist ja interessant, jetzt braucht man nur Fiber. Geht ja dann doch recht schnell, wenn man mal ein bisschen Struktur drin hat. Und wir dehydrieren wieder. Ach, dehydrieren. Immer am Dehydrieren. So, ess mal ein paar Beeren. Komm, dazu reichen. So, kein Fiber. Komm, gib mir Fiber. Ich brauche jetzt Weiber, denn es ist so nackig und ich back dich am Stissel und ein Rissel und ein Bissel und dann wackelt deine Wurst. Das klingt gerade so falsch. Was wollte ich damit einstimmen? Das klingt auch irgendwie falsch. Ignorieren wir das und sammeln wir einfach wieder stupide Weiber ein. Ich sammle ein und was machst du? Ich sitze hier rum und mache nichts, außer ich grabbel mir am. Und deswegen singe ich so toll, weil das Liedchen ist wundervoll. Und ich singe so schön, weil ich's kann. Ändere ich es, nenne ich mir nicht Enderman. Enderman. Nee, krieg ich grad nicht hin. Enderman. Nee, krieg ich grad nicht hin. Müsste was trinken. Diese tiefe, brummige Stimme. Auch im Sang. Im Sitzsang. So, ja. Hallo? Achso, ich bin ja. Ach ja. So, jetzt habe ich hier das Häuschen so weit ausgebaut. Und ich habe es elendig versaut. So. Ich weiß, ich gucke jedes Mal einfach zur Kontrolle. Stellt euch einfach vor, ich mache das pauschal. So. Jetzt müssen wir was trinken. Das Problem ist, hier eine Wasserstelle hinzumachen. Das wird sehr schwierig, weil die Rohre zu verlegen ist, sagen wir es mal so, ein bisschen blöd gelöst. Also zumindest weiß ich jetzt nicht, ob das verbessert wurde. Zumindest das letzte Mal, wo ich das Röhrchen da verlegt habe, vom Häuschen zum Strand, war schon ein richtiger Kampf. Und das, wie man sieht, ist eine nicht gerade weltbewegende Strecke. So. Mal was trinken. Achso, jetzt trinke ich heimlich auch was. Kamillentee. Sehr beruhigend für den Magen. So, apropos Magen. Spoiled Meat. Dropped Meat. Ich glaube, wir sollten das mal brennen. Machen wir die Hälfte davon. Machen wir rein und... brennen meine ich, kochen. Braten. Brutzeln lassen. Sollten wir das. Wow. Wow, ist der Wald jetzt... Das war mal ein ganz dichter Wald. Da kam eine Axt und ich habe ihn abgeholzt. So. Aber ich ziehe das Ding jetzt durch in dieser Aufnahmesitzung. Ich möchte das gerne fertig haben. Ich weiß, es dauert eventuell etwas. Nicht nur eventuell, ich weiß definitiv, dass es dauert. Ich sehe ja rechts neben mir meine Audiospur. Und naja. Wir werden auf jeden Fall noch die Insel mal noch ein bisschen erweitert erkunden. Nur wir brauchen natürlich auch Erfahrungspunkte und die kriegen wir blöderweise hauptsächlich durchs Craften. Was mir persönlich auch wieder Spaß macht, das Einzige, was natürlich müßig ist. Ich sollte mal über was anderes reden. Ich habe jetzt die ganze Sitzung nur immer, das dauert so lange und Holz und ja und das Spiel und ne, ist langweilig. Sommersonnen, Sonnenschein.
Was ich auf jeden Fall noch erreichen will, sind einige Dinge, zum Beispiel so ein Aerodactyl, also so ein Flugsaurus tamen. Ich würde auch gerne zwei Dinos tamen, wenn wir zwei Schildkröten hätten, zum Beispiel, wäre das nicht schlecht. Dann könnten wir Holz fällen, denen schnell geben, die kommen mit uns, füttern wir zwischendurch mal, das ist richtig angenehm. Angenehm, ja. Ich meine natürlich, das wäre eine Option. Und dann hängt das Bild. Mann. So. Und diesmal bin ich vorgewarnt bei der Aufnahme. Beim letzten Mal bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Das dauert bei Ark manchmal etwas. Und ich habe gleichzeitig die Aufnahme beendet. Und da gab es wahrscheinlich ein Problem. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, wir kriegen langsam auch wieder Hunger. Und haben noch einen Stein. Und müssen mal ein paar Beeren essen. Auch wenn Fleisch köstlich ist. Dennoch müssen wir jetzt was anderes essen. Oh, Metal. The pedal to the metal and get lost. Wow, das wird ja richtig schön hier. Ist ja wunderprächtig. Herzerwärmend. Und so wunderschön. Also ich meine wirklich, es ist wunderschön. Wunderschön. Die Steine. Und das Mondlicht. Moment, wir haben Tag, dann das Sonnenlicht. Ha, tut mir leid. Gut, essen wir nebenbei ein paar Beeren. Wursten wir mal ein bisschen hier. So, soweit ich gesehen habe, ist das ja Wurst. Egal. Hauptsache, wir hauen uns ein paar Sachen hinter die Binde. Soweit die meine Theorie von früher. Meine aktuelle Theorie sagt, wird sich zeigen. Aber ich glaube schon, das fühlt sich mit der Zeit auch noch weiter. Dass man einfach mal 50 Beeren essen kann und das heilt halt, als würde man 50 Langsambären essen. Langsambären. Übrigens, wir sind hier nicht bei Pokémon. Langsambären. Wischiwaschi. So. Das Meer fließt im Glanz. Braucht nur Holz. Okay. Ich würde sagen, jetzt machen wir weiter. Nicht mit Foundations, sondern... wobei, ich würde ja gerne noch weiterbauen, aber der lässt mich nicht. Sag schon. Wenden. So. Ich weiß, das ist immer noch bei uns in der Ecke und eigentlich sollten wir auch mal woanders hingehen, aber... noch nicht. Noch nicht. Vor allem nach dem Kornosaurus. Da müssen wir erstmal eine Strategie überlegen, wie wir den kriegen könnten. Und die endet wahrscheinlich mit Stacheln. Wir müssen ja echt denken wie früher. Also ich muss in dementsprechendem Rahmen ja denken. Und da hat man... Hallo Nasenbär. Müssen wir ja... Die Dinos sind uns leider überlegen. Und stark genug sind wir auch noch nicht. Und Waffen haben wir auch noch nicht, dass man sagen könnte, okay. Wow, wow, wow. Lauf mir noch nicht in die Axt, mein Freund. Habe ich mich jetzt erschrocken. Alter. Ja, rennen. Also dumm, ey. Ist so dumm. Ist so dumm. So. Versuchen wir mal ein bisschen Holz zu fällen. Okay. Haben wir noch nie gemacht. So. So, habe ich schon genug Holz? Habe ich schon genug Holz? Haben wir noch nicht. Okay. Jetzt brauchen wir wieder Wasser. Wir dehydrieren. Wisst ihr was? Geben wir unserem Protagonisten mal noch ein bisschen was an Beeren. Sollte er nicht so dehydrieren. Aber zumindest füllt sich der Hunger und das Wasser auf. Das ist ja nett. So. Hau den Baum, hau den Baum, hau den Baum, hau den Baum. So. Nebenbei mal schon mal eine Foundation. Und die Axt ist kaputt. Und wir machen uns eine neue Axt. Eieiei. So, wir haben eine neue Axt.
Kann man die auch essen? Sind die auch gut? So. Ich habe mal eben, ich glaube, 30 Bären gefressen. Also den fressen lassen, meine ich. Ich selbst esse keine Bären gerade. Nee. Warum? Warum? Nee. Nee. So. Eieieiei, wo ist denn unser Haus hierhin? So. Auf der 5 haben wir mal wieder eine Foundation. Kann man die... Die kann man nicht hier so... Nee, möchte er nicht. Okay, möchte er nicht. Da nicht, aber wahrscheinlich da geht's. Ist so bescheuert. Da geht's nicht, aber hier geht's. Na gut. Achso, hier dran geht's ja auch nicht mehr. Aha. Ja. Mr. Watt, die behalte ich einfach mal in meinem Inventar. Wand. Ja, Wände brauchen nur die Hälfte davon. Das ist natürlich toll. Das heißt, noch mehr Holz. Holz. Nein, aber erstmal Fiber. Wobei ich am überlegen bin, ich glaube, wir laufen mal erstmal zu unserem Haus zurück. So, und weg damit. Denn es wird gerade wieder Nacht. Und wir kacken uns in die Hose. Und in die Landschaft. Und das beides gleichzeitig. So. Hau ich hier noch ein paar Palmen weg. Wow, von einer Palme 22. Das war viel. War das echt nur eine Palme oder sind da zwei ineinander gespawnt? So, das sollte reichen. Ja. You are tired. So. Es könnte natürlich auch sein, dass ich beim Abbauen auch noch die Renntaste drücke, also Shift. Das würde so einiges erklären. So einiges. Erklärt. So, ich bin gleich wieder bei einer 3-Stunden-Aufnahme. Ich bin wieder richtig gut dabei. Wow. Eventuell will ich gleich auch noch was anderes aufnehmen, aber das steht eher mal in den Sternen. Weil dafür muss es wirklich dunkel sein. You know what I mean? Erstmal was trinken. Oh, frisches, klares, mineralisiertes Wasser. So. Ja, und jetzt gehen wir uns da rein, übrigens, und wir können zwei machen, weil wir haben bestimmt nicht genug Holz, ne? Ja. Das Holz ist das Problem, das kann ich ja so verstehen. Und wir sind jetzt aufgestiegen, ja, wo ist das denn geblieben? Und wir sind ein Level up! 16! Auf der 16! So. So, wir können eh nur noch 3 Wände machen, empfehlen uns auch noch Satch. So, dann würde ich sagen... Melee Damage. Mehr tragen. Movement Speed. Auch nicht so interessant momentan. Ja, was umgehe ich denn? Was mache ich denn? Was habe ich denn? Angriff ist die beste Verteidigung, aber die Frage ist, braucht man das immer? Und ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn man eine Waffe trägt. Wird das dazu addiert oder... Ich gehe auf, damit wir mehr tragen können. Komm. So, 12 Punkte zu vergeben. Zwölf schöne, herrliche Punkte. So. Stone Irrigation? Vertical. Oh, auch schön.
Irritation Network. Oh, das wäre natürlich auch sehr gut. Damit könnten wir Wasser nach oben führen. Das wäre eine Idee. Nun, wir haben 12 Punkte und ich kann mir nicht alles leisten, was ich gerne würde. Was ist das eigentlich? Inclined. Inclined. An inclined stone pipe for irritation network used for transporting water downhills. Ach, das ist eine schräge. Mist. Das würde heißen, ich bräuchte eventuell beides. Und was hätten wir dann noch? Wir hätten circa noch 6 Punkte, was auch ein bisschen blöd ist. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich. Genau. Einmal das hier. Schwupp. Das hier. Schwupp. Und das hier. Schwupp. So. Haben wir wieder effizient alle Punkte verbraten. So. Ich wollte noch die Wand anbringen. Und... Wow. Das ist so kahl da oben jetzt. Beziehungsweise, ich wollte mal was gucken. Was braucht man denn für die Leiter? Wow, die Leitern sind ja cool. Für die Leitern braucht man ja fast gar nichts. Leute, das müssen wir mal kurz hier anschauen in unserem Häuschen. Das ist sozusagen unser kleines Testobjekt hier mit den Leitern. Mit der Leiter ist ja nur eine, die ich jetzt meine, die ich bereime. So, Achso, das ist, ja, eine Leiter. Wie alt so eine Leiter ist, ne? Kann auch freistehend sein, sehr schön. Oder auch irgendwo dran. Ach, die kann man. Ah, schön, die kann man direkt dranhängen. Und dann springt man einfach an die Leiter dran, oder wie? Aha. Okay. Gut. Brauche ich hier jetzt noch nicht. Brauche ich hier noch nicht. Jetzt laufe ich erstmal zurück. So. Ich häng schon wieder in der Stelle hier fest. So. Was ich mich dann, wow, ruckel, frage, ist, bin schon wieder Stamina. Hä? Naja, wenn wir von hier oben eine Leiter runterbauen könnten. Gut, das wird ein bisschen schwierig, aber es wäre theoretisch möglich. Das wäre cool. Ich habe, glaube ich, eine Idee, aber die werde ich jetzt nicht umsetzen, weil... Das für Irrsinn jetzt. Wir bauen schon so lange und jetzt so viel. Das ist wahrlich ein Irrsinn. So. Wooden Walls. Wooden Walls. So. Raus. Und zack. Ich würde mal sagen... Wo können wir denn hier einen Abgang machen? Ich glaube, hier würde der ganz gut passen. Ja. Nochmal hier eine Wand. Und... Weil es so schön war. Nein. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte das hier. So. Das hier. So. Dass man hier vielleicht... Vielleicht... So eine... nicht Leiter dran macht, aber so eine Schräge. Wobei, können wir noch eine Schräge bauen? So ein Schrägdingens. So eine... Genau. Wooden Ramp. Da braucht man noch Holz. 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 Ganz ehrlich, nach der Aufnahmesitzung bin ich platt. Weil, nicht weil es anstrengend ist oder ich so lange mache, nein. Wow, 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 oh, oh, Alter, Alter, oh, meine Ohren. Oh.
Alter, war das laut. Meine Ohren tun gerade weh. Oh. Ein überlappter Atemsound. Oh, fuck it, Alter. Jesus. Don't make that again. Oh. Holy shit. Holy shit. Was hat denn Mahon? Ah, ja. Und mal wieder sehe ich nicht, wo hier Bäume sind und wo nicht. Ich hau einfach mal hier in die Luft. Wow, wir haben viele Ruckler gerade. Achso, ich hau gerade einen Stein. Das ist kein Baum. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich glaube, da ist ein Baum. Okay, da komme ich nicht ran, weil ich gerade untergefallen bin irgendwo. Ich jetzt keine Ahnung mehr habe, wo ich bin. Hm. Und ich wollte doch nur eine Rampe bauen. Ah, da ist noch ein Baum. Komme ich da dran? Ich befürchte, ich bin gerade irgendwo tief runtergefallen und ich sehe gerade nichts.